Das ist ein cooles Projekt. Marco Wellen fragt, wie konnte man als aktiver Spieler so viel Alkohol trinken und trotzdem seine Leistung bringen? Das fragen viele. Das ist eine Einstellungssache. Dass man wirklich sagt, wenn ich die Nacht davor durchgefeiert habe, muss ich am Tag danach umso mehr Gas geben. Und ich hatte dann nach einer durchzechten Nacht immer ein extrem schlechtes Gewissen. Und dieses schlechte Gewissen trieb mich zu Höchstleistungen. Weswegen mein damaliger Trainer Alfred Gislason sogar offiziell zu mir sagte, Kretsche, ich weiß, dass du besser bist, wenn du in der Nacht davor unterwegs warst, aber nimm keinen mit.